So, halli, hallo, hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tower Fantasy. Das große Update ist da mit dem Neon Evangelion Update. Und wie man schon hier auf dem Hauptmenü-Banner sieht, die ganzen Evangelions werden hier preisgegeben. Mit Evangelion 1, 2 und den Charakteren, die hier gerade kurz zu sehen waren. Neon Genesis Evangelion, so heißt das Ganze. Ich habe extra dafür den Anime angefangen mir anzugucken, weil ich den ja noch nie gesehen habe. Hab gerade mal 25 Jahre Anime verpasst, wa? Nee, aber um ein bisschen in der Storyline ein bisschen drin zu sein, mir fehlen noch 12 Folgen, dann habe ich den Anime komplett. Sprich, das Ende habe ich noch nicht gesehen, aber ich kenne mich jetzt wenigstens ein bisschen mit den Charakteren aus und wie man schon eben gehört hat, mit den ganzen Evangelions und mit der generell mit der Geschichte von Evangelion. Hier sieht man das Event-Dingens da, was heute so in ist. Dann sehen wir hier Asuka. Im Anime wird hier Asuka ausgesprochen. Kriegen wir das hier? Nice, das sehe ich übrigens erst jetzt. Den Vogel kann man übrigens hier gewinnen, habe ich gesehen. Wo haben wir denn? Der ist irgendwo weiter unten. Hier. Den kann man als so KI-Scherbe. Zeige ich euch nachher. Hier, das Event habe ich übrigens noch gar nicht mir so reingezogen. Da habe ich noch gar keinen Plan, was ich da zu machen habe. Dann hier die ganzen Charakter, bis auf Shirley, aber Shirley passt da richtig gut ins Setting. Shinji heißt der, das ist Asuka und Rei, oder Rei, wie sie im Anime genannt wird. Aber man merkt, dass der Anime von 1900 ist. Damals kannte man diese ganzen Aussprachungen mit, dass man das Asuka auslässt und Asuka einfach sagt, je nachdem. Dann wird man wahrscheinlich sehen, dass man, dass sich hier dieses Dingsterboomster verbessert haben. Für was wird das? Ah ja. Ne, das ist morgen. Eine kleine Serverwartung. Oh ja, können sie ruhig machen. Dann haben sie hier, wo man gleich zu Matrizen kommt. Das ist auch neu. Um die Matrizen aufzuleveln. Kann ich gerade mal das da aufleveln. Dann haben wir hier was Neues, dass man gleich zu den Verbesserungen kommt. Allerdings haben sie wiederum was weggemacht, und zwar dieses da, wo man in den Shop kommt. Und wie man schon sehen kann, den Shop haben sie auch ein bisschen geändert, das Menü. Da ist Claudia. Meine ehemalige. Ne, das ist Shirley Stufe 2. Das da ist Claudi. Dann haben wir hier unsere Asuka mit dem Speer. Und die ganzen Event-Charakter, die reinkommen. Das hier auf jeden Fall. Das ist auch nice. Asuka habe ich, wie ihr seht, noch nicht bekommen. Aber ich finde es im Übrigen noch ein bisschen unübersichtlicher als vorher, weil der Shop hier unten in diese Leiste gepackt wurde und das mit dieser Tageszeit, das wäre nice, wenn es da oben geblieben wäre. Aber ja. Das ist deren Sache. Mir fehlt übrigens noch ein 20er-Hit, dann hätte ich sie garantiert.
Und dann könnte ich sie auch, ja. Auf jeden Fall. Ist sie etwa auch noch im Shop? Das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Nee, kann doch gar nicht sein, weil da ihre Prüfung noch vorhanden ist. Oder ist es? Ah, das wird wahrscheinlich das sein, warum wir letztens eine Entschädigung bekommen haben für das, dass hier die Prüfung noch drin steckt. Okay. Ich probiere mal die Waffe aus, das habe ich noch gar nicht gemacht. Da. Das ist diese heilige Lanze, glaube ich. Wie es aussieht, physischer Schaden. Das sieht ja geil aus. Dann wechsle ich mal kurz. Also Damage macht sie ordentlich. Aber ich will mal noch deren Ult kurz sehen. Oh, die anderen können auch den Ult machen. Das finde ich geil, dass die anderen Charakter auch den Ult haben. Oh, das finde ich übelst nice. Da muss ich die Waffe bekommen. Und da sieht man auch den Evangelion noch im Hintergrund. Das finde ich geil. Richtig geil. Dann lohnt sich die Waffe auch, wenn sie so richtig mit Damage reinpaukt. Genauso wie bei wie heißt sie? Genauso wie bei der Waffe eben. Die ballert ja auch ordentlich rein. Zum besagten Genesis-Thema, also Evangelium-Thema, da haben wir dann so eine Nebenquest-Story hier drin verpackt. Mit Evangelion-Abstieg. Das kann man dann hier freischalten mit Asuka und Rey. Aber wir haben noch unsere eigene Hauptquest abzuschließen, wofür wir in die Aquastadt zurückreisen müssen. Ah ja, stimmt. Da war ja was. Toll. Das finde ich noch ein bisschen kacke, dass man nicht in der Karte bleibt. Dann sehen wir uns einfach gleich wieder. So, jetzt habe ich so, da melde ich mich mal kurz zurück. Wie man schon sehen kann, ich fliege hier schon in die richtige Richtung. Ja, das war im Übrigen das kleine Teil da unten. Und wenn ich schon mal dabei bin, gehen wir dorthin und aktivieren den Teleport. Was ich eigentlich noch kurz zeigen wollte, bevor ich wieder auf Pause mache, während ich dann dort nach oben reite, ist, ich habe ja noch gesagt, dass ich das mit dem KI-Diener zeigen wollte. Und zwar hier, Pen Pen. Dieses Federviech, was man ja auch in der, was man auch im Anime sieht. Jo, das war die Geschichte. Das wollte ich noch kurz zeigen. Hallo? Ah, jetzt.
Okay, ich muss kurz das da aktivieren. Dann sehen wir uns wie gesagt gleich wieder, während ich dann gemütlich dort zu meinem Zielort gehe. Bis gleich wieder. So, weiter geht's mit unserer Yuki im Hintergrund. Das finde ich irgendwie nice. Das hätte man in so einen Teleporter schicken können. Was ploppt denn da jetzt noch auf? Soll das so eine Art Ionenstrahl sein? すなわち協調なり。 Gruselig. Fühlt sich nach einem Staffelfinale an, wa? Bevor es richtig weitergeht, was war das mit Shirleys, Shirleys Form, Alter? Gibt's irgendwann eine zweite Shirley, also eine neuere Shirley-Version? Wo haben wir sie denn hier? Das war nicht diese Form, oder? War ein bisschen anders. Muss ich mir dann nochmal angucken. Aber bevor es weitergeht, ich muss vorsichtshalber die Waffe wechseln. Und ich muss wie soll sie noch mal kurz zurück, um den Teleport zu aktivieren. Dann war das also doch so eine Art Ionenstrahl, aber jetzt ist es weg. Nein, ist das noch da? Es ploppt irgendwie später auf. Wir haben hier so ein Dimensionstor geöffnet. Dahin. Greift mich hoffentlich nicht an, während ich da jetzt am Plakieren bin. Fehlt nur noch ein Teil zum zwei Teile. Wollte ich mal privat erkunden, aber habe ich im Endeffekt dann doch nicht gemacht.
Oh, wisst ihr, was ich krankhaft finden würde, wenn wir Shirley erneut verlieren würden? Das wäre ein bisschen bitter nach unserer kleinen Abschiedsrede. Am Ende müssten wir dann nach ihr suchen, so von der Story her. Weil wir haben ja jetzt quasi Zack gefunden. Das war ja unsere erste Story-Suche. Und jetzt müssten wir danach Shirley suchen. Zwei Stück fehlen mir noch. Die würde ich noch schnell einsammeln. Was ist das? Keine Ahnung, suche ich mir was anderes. In dem Fall habe ich da meine zwei Stück. Zählt es trotzdem? Da brauche ich dann wirklich so eine physische Waffe. Hä, habe ich das echt übersehen? Egal. Flimp. Und freischalten. Dann kriege ich nämlich einen Rotkern. Ich wollte noch was anderes machen gerade. Ah ja, genau. Ich habe ja hier wieder einen Zehner. Hole ich mir auch noch schnell. Fast. Noch ein Zähler, dann habe ich die 200 voll. Jetzt geht's aber dann weiter. Ich nehme ja schon noch auf, ja. Wie viele Rotkerne habe ich schon eingespart? Vier Stück. Perfekt. Da ist so eine Glocke, aber die ist ziemlich weit oben. Die ganze Zeit oder war das jetzt nur Zufall, dass der Große wieder gekommen ist? Jetzt wollte ich gerade sagen, hoffentlich wartet er, bis ich die Truhe geöffnet habe.
Große lebt ja noch. Ich dachte, der wäre draufgegangen. So, jetzt ist er vereist und tot. Sieht schon barbarisch aus, dieses Riesenportal. Ich halte schon mal den Muten-Knopf bereit, den Stumm-Mich-Knopf. Es wird doch sicherlich wieder eine Sequenz geben, oder? Oder wird es einfach in die nächste Welt gegeben? Okay. Es wird ein Teleport in eine andere Welt geben. Ich hoffe, ich komme da. Wenn ich hier. Schalte die Dunkelheit aus. Wir haben Verbündete, wie es aussieht. Okay, es ist keine Sequenz. Aber es ist ein bisschen blöd, dass jetzt unser Ding überschallt wird. Irgendwie neu, dass sie mitgekommen ist. Wo sind wir hier eigentlich? Ah, die Map funktioniert gerade nicht. Auch okay. Wie viele Minuten haben wir? 20, gut. Nicht, dass ich versehentlich Überlänge mache. Okay, die Bestien hier sind leicht zu klatschen. Erkunde weiter. Na gut, das mache ich auch. Oh Gott, bloß nicht abstürzen. Was eigentlich? Verdammt. Da wären jetzt die Flügel geeignet dafür gewesen. Natürlich hier die Monster respawned. Na gut, wir erkunden aber weiter und gehen dort weiter. Oh, ich hätte im Hintergrund mal da nach oben gucken sollen. Wir reden auch vielleicht, wenn ihr von ihr überdeckt. Oder weil wir im Hintergrund angegriffen werden, kann auch sein. Was weiß ich. Auf jeden Fall können wir hier noch nicht lang. Was interagiere mit dem schwarzen Jadegerät? Ach, dieses Teil hier. Ja, das sieht nach einem Öffnungsmechanismus auf.
Das sieht nach einem Öffnungsmechanismus aus. So, jetzt habe ich es. Auf Deutsch. Und das ist das, was wir schon gesehen haben, dass wir da irgendwas aktivieren müssen. So eine Art Alien-Technologie da oben. Ach, Jetpack kann ich hier nicht verwenden. Oh, den hier schon. Puh, puh. Konnte mich dabei bewegen. Jetzt bewege ich mich aber hoffentlich nicht auf die Dingsterbums dazu. Auf den Abgrund, da, wie man schon sehen kann. War meine Sorge unbegründet. Muss ich das jetzt nochmal aktivieren? Nee, ich kann einfach so hindurch. Bisschen blöd, dass die Monster hier respawnen. Ach, weiß. Wo sind wir jetzt gelandet? Oh nein, die Kacke. Das sieht nach einem Bossfight aus. Aber einem großen Bossfight. Robelia ging voraus, um das Gebiet voraus zu erkunden. Was von denen ist jetzt die Schwarmutter? Sie oder das Ding dahinter? Na dann, let's fight, oder? Na gut, ich mach's in der nächsten Folge, aber die sitze ich gleich hinten dran. Bis gleich.